Ah, okay, wir müssen die also irgendwie aus den Kuhn rauskriegen. Freut mich, dass wir dich unterhalten. Einfrieren. Wir können nicht einfrieren. Was? Ich weiß es nicht. Ich sehe ja nicht. Aha. Ich brauche freie Sicht auf den Kerl. Wir müssen die Stacheln im Inneren kaputt machen. Vergiss den Galan. Die Sterne. Na komm. Irgendwie den Schleim durchbringen und dann auf die Spitzen. Na komm. Das ist ein bisschen chaotisch. Jetzt. Galat im Angriff, Frodo. Holy shit. Nein, geheimnis, Gamora. Letzter ist fest. Ich hab mich sowieso schon gelangweilt. Freut mich, dass wir dich unterhalten. Wir müssen diese Karte zerstören. Genug mit dem Galat. Brich ihm die Knochen. Machen wir hier überhaupt irgendeinen Fortschritt? Ja, das mit dem Neuladen müssen wir auch nochmal. Ja, irgendwie schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir einen zerstören, kommt ein neuer. Ja, nicht, wenn ich sterbe. Sie hören nicht auf, sich zu bewegen. Komm schon, das schaffen wir. Vorsicht, Stachel. Ich muss durchhalten. Du solltest dich darum kümmern, Peter. Augen auf. Schon dabei. Ich dachte schon, wir hätten dich verloren. Für so ein kleines Ding kann ich. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir müssen die Stacheln im Inneren kaputt machen. Vergiss den Galas. So schneide ich dich nicht. Gleich, Schleim wird schneller! Das ist echt. Dann muss ich noch ein bisschen üben. Wow, 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 wow. Gamora, erledige sie! Wie ein heißes Messer! Das Galler fühlt sich beim Draufschlag gut! Steck bloß nicht deine Fäuste da rein! Ein Fett von deinem Kraft!
Na. Jetzt. Wow. So sieht also ein Monster in dieser Gegend aus? Wir stehen vor Lady Hellbenders Zuflucht. Die Kreaturen hier sind nicht ihre Haustiere, sondern Nahrung. Sie sehen auch irgendwie so aus. Wir sind auch bald Nahrung, wenn wir hier nicht rausklettern. Wo zum das war ja Pech. Wo sollen wir jetzt hier hochkommen? Den Dschungel. Versucht nach oben zu kommen. Diese Schote ist leichter zu erklimmen als der Schlamm. Die Bezeichnung Schote gefällt mir nicht. Schließlich sollen wir da raufklettern und so. Das ist definitiv keine Schote. Es ist die hohle Hülse einer Zeit, als Schlachten stärker tobten als die Stürme dieser Welt. Peter, Bewegung! Flex hat einen existenziellen Zusammenbruch. Ja. Ah, hier vielleicht. Feuer frei! Ein schönes Lebensmotto. Hast du Spaß? Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal auf ein Widerstandschiff schieße. Rex, du kannst diesen Reaktor sanft rausziehen, oder? Wenn er brennbar wäre, hätte der Nager längst darauf geschossen. Ein ausgezeichnetes Argument. Soll ich mit dem Zerlegen weitermachen? Nein, nein, nein. Ich denke, das reicht. Oh, Job hier. Toll, wir haben den halben Weg nach oben. Ich kundschafte mal die Lage aus. Bringt euch auf dem Weg nach oben nicht um. Da ist sie, Tragflächensteuerung. Das sollte er okay, Rocket, machen. Das Kontrollfeld der Tragfläche gehört dir. Hoffentlich funktioniert's noch. Toll. Achtet alle auf blinkende rote Lichter. Was? Warum? Das ist ein Widerstandsschiff. Wir haben Glück, wenn es nur eine Sprengfalle hat. Das ist die Lösung. Na dann, rauf hier. Auf die anderen Folgen. Was zum Fahren? Das klingt nicht wie so ein Galler-Ding. Es heißt, Lady Hellbenders Ruf wäre überall auf dem Planeten zu hören. Wie eine Lady klingt es auch nicht. Ah ja, Kollateralschaden. Zum Boom School. Könnte ich gerne durchlesen und dann halten. Gut. Ich lese es nicht vor. Einmal wieder runter. Um diese Dinger zu holen. Könnten was wert sein. Vorsicht! Hier ist anscheinend was Großes durchgekommen. Yay! Falls du was mit Klauen in der Größe von Drax siehst, sag Bescheid. Ich dachte, wir hätten unser Monster schon. Warum verfolgt sie dieses Ding? Sport. Ein bisschen Sport ist nie verkehrt. Ein Mädchen muss sich beschäftigen. Du suchst geradezu nach Ärger, Attentäterin. Jetzt mitgekommen. Eine Springpfeile. Eine Springpfeile. Wenn wir jedes Mal umdrehen, wenn wir nicht erwünscht sind, dann... Worauf schießt du, Peter Quill? Hast du ein Monster gesehen? Nein, ich bleib nur wachsam. Okay. Die Abdrücke sind tief. Das Ding muss mehr wiegen, als wir alle zusammen. Ich bin Groot. Einschließlich Groot? Okay, vielleicht ohne Groot. Organe des Bestäuber empfohlen. Aha. Kannst du uns hier durchbringen, Gemora? Ich mach alles, um Hellbender zu finden. Ihr Name ist Lady Hellbender. Ja, Gemora. Und wenn wir eine Audienz wollen, müssen wir anfangen, Respekt zu zeigen. Und das von einem Typen, der mich Dirnbrut von Thanos nennt. Eine zutreffende Beschreibung. Wir wissen alle, wessen Dirnenbrut gemeint ist. Was ist mit ihrer Schwester Nebula? Die blaue Dirnenbrut hatte ich vergessen. Gemora ist adoptiert. Die Beschreibung trifft also nicht zu. Ja, genau. Und ich bin keine Dirne. Sehr richtig, ja, das auch. Sollen wir die nach dem Weg fragen? Naja, vielleicht sind die ja der Weg. Im Ernst?
Oh, ach, so eine Art Wegweiser oder so. Da muss ja kein Pfeil mit dem Wort Festung draufstehen. Aber Statuen deuten auf Zivilisation hin. Und die einzige Ansiedlung, die ich gesehen habe, als wir oben waren, war Lady Hellbenders Festung. Aha. Mein hier noch grüßsam. Na toll. Moment, ist das Chitauri-Tech da drüben? Frag die Chitauri. Nein, nein, wirklich. Das ist eine einziehbare Brücke. So was gab's in dem Gefängnis, in dem ich war. Leider befindet sich die Steuerung auf der anderen Seite einer riesigen Kluft. Was machst du? Wir haben keine Zeit zu trödeln. Ich werf die Kreatur über die Kluft, damit sie die Brücke aktiviert. Ich aktiviere gleich ein Loch in deinem Gesicht. Lass mich runter! Das klappt schon. Roll dich einfach zusammen. Was? Drax, wirf ihn. Nein, in Ordnung. Peter. Schon okay. Er wird auf den Füßen landen. Damit das wohl doch nur für Katzen. Ihr Söhne von Schocks, mistiger Hexer. Ich bin mit diesen Wörtern nicht vertraut. Dreckiger Grunt-Abschaufler. Ich glaube, er denkt sie sich aus. Er ist richtig wütend. Verrotten sollt ihr freihändigen Schlaglöcher. Wenigstens schießt er nicht auf uns. Doch, das tut er. Er hat uns absichtlich verfehlt, oder? Befiehl der Bestie, ihren Job zu machen. Rocket, komm schon, Mann! Halt's Maul, das Gesicht! Wenn du die Brücke hinkriegst, erhöhen wir deinen Anteil um 5%. Ich will 10. Okay, Deal. Das nehmen wir aus Groots Anteil. Der hat sowieso keine Ahnung von Geld. Ich bin Groot. Danke für die Brücke, Rocket. Wenn du auch nur daran denkst, diesen Mist nochmal abzuziehen. Hört ihr das? Auf, Leute! Verfluchte Monsterdinger! Alle bereit machen! Oh, nicht schon wieder. Wenigstens gibt es keinen schnellen Monster. Ja. Ich könnte mir ausweichen. Vor einer Sekunde wären diese Dinge echt praktisch gewesen. Deine Panik und Verzeihung ist übertrieben. Zerschnetzel sie! Wunderbar! Ist noch jemandem aufgefallen, dass dieser Ort hier wie tot aussieht? Das passt es ja, dass er mit Leichen übersehen sein wird. Das werden ja wirklich wieder mehr. Ach, scheiße, davon verstecken. Das ist unfair, die können fliegen! Oh. Sind auf die Stacheln! Die schlimmsten Insekten sind die mit Flügeln! Auf dein Ding, Drax! Teamarbeit ist gefahren. Verdrängt diesen Gedanken, bevor wir da sind! Ja, gut. Da steht doch mein Name drauf. Hier kommt der Schmerz. Na komm, ouch. Ach du Scheiße. Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt. Leute, Gruppe bilden. Ich komm nötig, aber ich brauche mal die Pause. Was für ein Haufen Loser! Das Ding gewinnen ich und Groot im Schlaf! Thanos hat bei sowas die Zeit gestoppt, um es interessanter zu machen. Nichts kann mit diesen Klingen mithalten, Peter Quill! Es ist Zeit, unsere eigenen Tanzmoves auszupacken und die Muskeln auszuschalten. Meint ihr, die beherrschen sämtliche Moves? Alle, die es gibt? Ich sage, von wegen! Hast du meine kartäfianischen Kriegskünste nicht bemerkt? Wie gesagt, das stimmt nicht. Auch wir beherrschen jede Menge krasse Moves. Wer ist dabei? Ich würde lieber drauf verzichten. Oh. Ja, wir haben das immer mehr. Bevor wir da sind.
komm. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ich stehe hier. Ich gehe unten runter. Dann noch. Ich bin Monster. Ich bin Groot. Ja, ich bin gerade auch ziemlich verwirrt. So. Kann ich mal ein bisschen leveln? Gravistick-Granate. Sehr schön. Wo zum Schlag sind wir? Seht euch einfach um! Hier muss irgendwo ein... Okay, 4-0. Fähigkeitspunkte. Warum sollte dieser Weg richtig sein? Die Statuen hier sind nicht hermarschiert. Sie wurden getragen. Getragen von wem? Zu welchem Zweck? Ich dachte, du bist der Experte, wenn es um Lady Hellbender geht. In der Broschüre stand aber nichts über Statuen. Okay, Gemorgen. Ich würde sagen, es geht hier lang. Ich setze 50 Units dagegen. Und der ist verloren. Nein, wir sind nicht fast da. Vor uns liegt noch der halbe Planet. Lady Hellbender könnte diesen Dschungel in 7 Schritten durchqueren. Natürlich könnte sie das. Oder sie würde über die Berge fliegen. Ausdenken, Blacks anzweifeln. Sie besitzt fliegende Kreaturen. Ich habe gehört, sie kann Laserstrahlen aus den Augen schießen. Das gefällt mir. Ja, das wusste ich noch nicht. Und es soll in Wahrheit 9 von ihr geben. Daher der Name Setnaf 9. Gamora, räumst du uns den Weg rein? Man sagt, Lady Hellbender spürt jeden Schlag, der ihrem Dschungel versetzt wird. Wow. Das fände ich so gut. Alter Nova-Bomber. So einen habe ich seit dem Krieg nicht mehr gesehen. Ein Dutzend Schiffe war nötig, um einen abzuschießen. Ein Dutzend Schiffe. Oder eine Chitauri-Spione. Das nehme ich mal als Kompliment. Immer noch kein Anzeichen von der Festung? Nein. Ist das überhaupt der richtige Weg? Was dauert da so lang? Nein. Aber jemand anders sollte die Todesgrube zuerst überwinden. Ich und Groot sind die Handelsware. Nur einer von euch ist... Geh einfach. Nein. Geh du doch! Niemand muss gehen! Gehen Anführer normalerweise nicht vor? Nicht, wenn es gefährlich ist, denn ich muss ja auf alle aufpassen. Klar. Seht ihr, alles gut, völlig sicher. Okay. Denkt nicht mal daran, zu schubsen, Attentäterin. Es gibt viel bessere Methoden, um jemanden zu töten. Vorsichtig. Oh oh. Was zum Flammen stimmt hier? Gut, sagt, da unten ist irgendwas. Ein Monster. Spielt keine Rolle. Natürlich spielt's eine Rolle. Instabil ist es so oder so. Bewegung! Los hier. Oh. Quicktime Events. Zweimal mit dem Ladescreen bestraft. Autops. Ich hab doch meine Güte. Alle guten Dinge sind 3. Hä? Und 20.000. Zielpressen. Hä? Wenn ich drücke,
Du musst es im richtigen Moment drücken, oder? Was für ein Blödsinn. Stunden später. Bin nicht am Fallen, was soll ich da? Das war ganz scheiße. Na komm! Hä? Ich klicke immer so schnell weg. Ich bin im Fallen. Wieso soll ich mir Zeit lassen auf die... Aha. So. Abwarten, während ich falle. Gut gefangen. Gern geschehen. Wir haben Reflexe durch den. Oh nö. Wir sind hier nicht allein. Mit diesen Schleimdinger. Reflexe. Den Reflex durch den. Au. Da kommt das Monster, was das andere Monster ist. Hat jemand eine Ahnung, was das ist? Es gibt immer ein großes Monster. Gesundheitsmarkierung. Manche Gegner haben mehrere Gesundheitsbalken. Oh Gott. Die durch die Markierung über der Anzeige angezeigt werden. Ist ein Balken leer, verschwindet seine Markierung und der nächste erscheint. Oh Gott. Sind alle Markierungen weg, wird der letzte Gesundheitsbalken des Gegners angezeigt. Klingt scheiße. Lasst euch nicht von den Gefrierdings treffen! Packt und zieht gut! Sehr schön. Schatz, kopiert! Wenn deine Schwunganzeige aktiv ist, kannst du während des Kampfes eine Aktionsaufforderung angezeigt werden. Kann während das angezeigt werden. Drücke sie, um einen speziellen Wächterangriff auszulösen. Erfolgreiche Aktionsanforderungen machen gegen den Kampf unfähig. Haben was besiegt. Baldi macht einen Abgang. So ganz siegessicher wäre ich noch nicht. Gut, Verstärkung. Ich sage hinterher, bringen wir es zu Ende. Weißt du, dass du einem echt Angst machen kannst? Ja. Ich meine, da oben gibt es offensichtlich einen Ausweg. Und genau das brauchen wir. Außerdem haben wir dann freie Sicht auf unser Ziel. Also dann erklimmen wir diesen abgestürzten Apparat. Ja, okay. Wie machen wir das? Aha. Gute Frage. Hier haben wir etwas. F-
Vielleicht. Muss sagen, irgendwie befriedigt es mich, dieses Ding hier am Boden zu sehen. Hattest du ein paar Zusammenstöße mit dem Novaturm? Das war meistens Fahrerflucht. Die Dinger sind wahnsinnig wendig. Du kommst... Vielleicht kann uns deine magische Maske diese sinnlose Suche ersparen, Peter Quill. Kannst du aufhören, sie so zu nennen? Oh, ein Tisch. Ja. Das da hinten sieht irgendwie aus wie eine dieser alten Werkbänke. Würde mich nicht überraschen. Okay, Rocket, finden wir raus, ob das Ding noch funktioniert. Ja, okay. Tut das. Hoffentlich überraschen uns dabei keine Monster. Können wir... Helden herstellen. Ach, das haben wir schon. Jetzt müssten wir das hier. Und voilà! Okay, wir konnten nicht so viel machen. In Rekordzeit erledigt. Und ja, das war's dann wohl. Ach, dafür sind die Teile also, da. Wo waren wir? Das ist auch besser. Um diesen Apparat zu erklimmen. Ah, genau. Hey, Quill, mach doch mal einen Scan gut bei dem alten Mädchen. Stimmt, vielleicht funktionieren Teile des Schiffes. Ich frag mich langsam, ob ich nicht der mit dem schicken Visor sein sollte. Ich würde dir kein Wort glauben. Da sind wir uns mal einig. Auch ich ziehe Peter Quills Unfähigkeit mit Lügen des Magen. Gamora, wie weit kannst du an dem Ding hochklettern? Finden wir es raus. Genießt du diesen Moment ab, Tetter? Kannst Gamoras Hand erreichen, wenn du sie zufängst? Das Novakor war nicht mein Feind, Drax. Oder nicht. Es war der Feind meines Vaters. Peter, los jetzt! Ja, das müssen wir noch üben. Wollen wir wirklich wieder rauf? Ich gewöhne mich langsam daran, nicht völlig durchnässt zu sein. Vielleicht hat der Sturm sich gelegt. Bei unserem Tempo... Und hoch hier. Siehst du was Nützliches da oben? Hier ist dieser verdreckte Reaktor. Ein paar Schüsse müssten ihn runterholen. Das Reaktorteil da scheint lose zu sein. Und ziemlich dreckig. Joghurt, sieh dir die obere Tragflächenstrebe an. Scheint ziemlich im Eimer zu sein. Okay, ich bin so ziemlich nicht sicher, das Baby ist unser Ticket nach oben. Irgendwie. Es ist weder ein Baby noch ein Ticket, es ist ein Reaktor. Aha. Das können wahrscheinlich Tricks machen. Ob da drin wohl noch Leichen sind? Mumifiziert und so? Wenn sie da drin sind, sind sie nicht mumifiziert. Drax, das Ding zu bewegen ist kein Problem, oder? Richtig, genau wie die mächtige Lady Hellbender bin ich ungewöhnlich muskulös. Schon klar. Da muss das hin. Hier ist gut. Vielleicht ist diese Höllenlady eine alte Kriegsheldin und kann uns Nova vom Hals schaffen. Ja? Diese Einheit ist enorm schwer. Ich dachte, du bist ungewöhnlich muskulös. Weißt du überhaupt, wo er hin soll? Ich habe nur die Anweisungen unseres Anführers befolgt. Verstehe, verstehe. Mach nicht so lange. Wir müssen zu einer Burg. Festung. Nicht hier hoch. Überrascht mich, dass das Ding noch nicht ausgeschlachtet wurde. Ich frag mich, ob ich da runterkomme. Peter, versuch mit Springen. Wird schon schief gehen. Au. Das hat Spaß gemacht. Ist er umgekommen? Hey, Quill, bist du tot? Nein! Wow! Ich lebe! Benötigst du Unterstützung, Peter Quill? Schon okay, ich krieg das so hin. So ist der Handschirm da. Ja, jetzt wollte ich hier. Hey, du sitzt doch nicht fest, oder? Hey, Gamora, könntest du mich rüberziehen? Vielleicht, wenn du dein Schwert in die Ritze steckst. Genau da, steck es rein. Okay, ist das gut? Ja, großartig. Die Ritze. Oh, no, 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 no. Weiter hier. Klar, wir haben einen Deal gemacht. Es darf Groot zuerst fressen. Das war nur ein Scherz, Kumpel. Können wir jetzt nach oben aufs Schiff gehen?
So, wir nehmen das hier und schieben es. Er ist ein abgestürztes Widerstandsschiff, jetzt eins vom Novakur. Wir haben zwei Wochen rein, galaktischer Krieg, Bingo. Vielleicht war hier ein Sammelplatz für den Vorstoß gegen die Chitauri. Oder es war ein Käferstützpunkt. Sie haben die Dinger vom Himmel geschossen. Kannst du das hochheben? Nehmen wir das und schieb's hier hin. Du kannst es dahin stellen. Fertig. Dieses Wrack ist so verrostet, man sieht kaum noch das Blau. Der Krieg ist lange her und hier ist es von allen Seiten nass. Mir kommt's vor wie gestern, aber nicht im guten Sinne. Was jetzt, Peter Quill? Na hoch hier. Oder nicht. Anscheinend stehen nur ein paar Kabel zwischen der Tragfläche und einer provisorischen Brücke. Kann da irgendjemand was? Kommst du jetzt darauf? Dauert nur eine Sekunde. Das weckt Erinnerung. Oha. Na, das war doch einfach. Gutes Teamwork von allen. Ich hab passiv geholfen. Okay. Rutschi gewinnt und toaste Baumwipfel. Wir kommen. Ich bewundere wirklich, wie sehr unser Team den Sicherheitsgedanken berücksichtigt. Eins ist klar. Wir hätten diese Aufgabe ohne die Attentäterin niemals bewerkstelligt. Hat Drax gerade gelobt? Ich gewähre Anerkennung, wo sie angebracht ist. Da ist sie. Lady Hellbenders Festung. Sie ist größer geworden. So viel steht fest. Ha, sie ist nicht größer geworden. Wir nähern uns. Ach, was? Was hat Captain Zerstreut jetzt wieder vor? Wenn er uns rüberruft, bin ich raus. Wow, 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 Leute, da liegt ein fantastischer Haufen Schrott auf dem Boden. Es ist so interessant, dass wir alle unsere Finger reinstecken sollten. Ich kann dich mit dem Wind hören. Sieht aus, als gäbe es einen Weg darunter. Quill, du musst dieses Schiff sehen. Erblicket Lady Hellbenders Zorn. Selbst die Chitauri fürchteten sie. Und sie haben damals kaum jemanden gefürchtet. Okay, es geht los. Oh no. Schleimig. Bring hell down from above.